Hallo an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier beim zweiten Part von Let's Adventure Unbreakable 2. Wir waren hier jetzt am Ende von Raum 357. Diesmal, ja, zerschlagen wir auch mal das Glas und gehen in den nächsten Raum. I do not have a beacon of hope for us to be spared. Wow. Okay. Ja. Wir Diamanten, wir haben Diamanten. So. Geht nochmal deutlich schneller. Okay, wir können uns jetzt Sachen hier herbeiholen. Erstmal natürlich essen. Ich muss hier jetzt natürlich ein bisschen essen. Ich kann den Beacon zerschlagen, aber ich glaube nicht, dass ich das will. Muss ja gucken, was ich haben will. Vielleicht wäre es ein Jump Boost. Ja, das wäre, glaube ich, mal was. Jump Boost. Jump Boost, okay. Und ich sollte Jump Boost haben. Okay, dann jetzt, glaube ich mal. Okay, doch, ich glaube, ich soll die Beacons zerschlagen. Denke ich mal. Jo. Beacons, kommt zu mir. Kommt zu mir. Oh mein Gott, ich habe das Brot aus meiner Hand genommen. Wie ist das denn zu fassen, dass man Brot aus der Hand genommen habe? Ich glaube es nicht. Aber naja, zerschlagen wir weiterhin Beacons. So, wir haben 4 an der Zahl. Schon. So, jetzt haben wir 5 an der Zahl. Jetzt gehen wir, gucken wir mal. Ja. Dann hier. Und? Ja, wir haben es geschafft. Okay, Raum 358. Geschafft. Boom. Fine. If you are so content on having us both killed, that's your problem. But I will design the most challenging puzzle I can think of to try to stop you. I hope you fail. For my sake, that is. Oh. Oh no. Oh nein, da ist kein Kopf dran. Okay, auf den ersten Blick scheint das ziemlich einfach zu sein, aber da ist kein Kopf dran. Oh, wir haben hier Glowstone. Vielleicht verbirgt sich hier die Wahrheit unter dem Glowstone. Aha, die ganze Welt zerstören. Ich bin ein Griefer. Ah, das ist auch das erste Level, in dem man Glowstone zerstören. Oh, oh. Oh, no. The fuck. Ich glaube, man muss unten lang. Kann das sein? Da unten kann man nicht eindeutig was ranbauen. Ich guck mir das mal an. Das wird schwer. Das wird sehr, sehr schwer, Leute. Also, ja, gucken wir mal, was das jetzt wird. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, und der Klang von brechendem Glas. Ja, das ist aber nur keine Musik in meinen Ohren. Aber egal, machen wir weiter. So, dann bauen wir uns mal so viele Glowstone-Blöcke zusammen wie möglich. Die sind ja diese weißen Blöcke hier. Versuchen wir mal zu überleben. Ich hoffe mal, dass Keep Inventory an ist. Nein, 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 nein! Wow. Das ist die Map. Okay. Kann man im Fallen keine Blöcke setzen? ich habe wohl nicht allzu gut zu klappen. Man kann Blöcke setzen im Fallen. Oh, ich bin schon wieder weg. Huh. Oder. Oder.
sind wir hier? Raum 360, wow! Yeah. Scheint wohl, des Rätsels Lösung zu sein. Ja, hier rein. Oh. Wo sind wir? YouTube, bla, wow. Was haben wir denn hier? Set Block Minecraft Stone. Hm, warum sind wir hier jetzt in Raum 360? Oh, was sollen wir hier machen? Sollen wir irgendwie versuchen, den Comment Block da, zu aktivieren? Ich denke schon. Wir können das Redstone hier nicht versetzen. Ah, oh, okay. Dann repeaten wir das mal. Dann setzen diesen Repeater hier um. Okay. Ich denke, dass wir, auf Glowstone konnte man keinen Redstone setzen, das weiß ich noch. Ja, nehme ich das hier drüben mal mit. So, nehme ich hier einen Redstone mit. Kommt hier rein. Oh, wow. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich glaube nicht, dass das Redstone hier hinten noch gebraucht wird. Nehmen wir das mit. Nehmen wir den Repeater hier raus. Nehmen wir die ganze Reihe Repeater hier raus. Die zeigt, glaube ich, in die falsche Richtung. Den Repeater hier auch. Das Redstone hier auch. Kommt das hier in Ecken rein. Repeater, 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 Repeater. Machen noch einen Redstone. Ach Gott. Ach Gott. Repeated, ein Repeater, das, oder anders gesagt. Gibt ein, nein, ein Glowstone gibt kein Output. Huh. Machen wir das denn vielleicht so? Ha, wir wissen das Ding. Ganz einfach hier drüben jetzt hinkriegen. Ja, wenn wir mal einen Block hätten, wo ein Redstone draufsetzen können. Wir können ja nochmal probieren hier, ne? Glowstone? Nope, geht nicht. Redstone? Nope. Ah, wow, das geht. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ist ja viel einfacher, als es scheint. Ja, okay, hier kommt Redstone drauf, hier kommt Repeater drauf. Irgendwo so, ah, da hat sich jetzt ein Stein gesetzt. Da hat sich jetzt ein Stein gesetzt. Rüber mit uns und drüber mit uns. Okay, was haben wir hier? Say hi. Game Mode 42 at all. Say CDF Testing Facility. Facility. Teleport at Lift 9. Say nothing. Oh, nein! Repeater. Sound custom me, custom your mom play Minecraft. The heck. So, es war nothing, give, at random, eine ziemlich hohe Zahl an Dollar. Summon CDF. Check out YouTube/CDFDemand. Okay, poke, good, kill France. Console commands that you console it, it's sad. The console commands that you console it. It's sad. Okay, I guess. Oh, ich seh's, ich seh's, ich seh's. So? So. Was? Achso, hä? So, Glowstones. Push. Ist das ein Bug? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das scheint wohl hier eine überraschende Wendung genommen zu haben. Boom. Wir sind ein Level 361.
Whoop. Where the heck? Wir sind hier. Push that button. I guess. Push that button again. Oh no. Müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück? Wenn ja, dann, ach, da dauert es erstmal wieder ein bisschen. Oh Gott. Das ist aber ein komplexes Level hier da. Also, wow. Wirklich sehr, sehr komplexes Level. So, dann bauen wir uns hier mal weiter durch. Anscheinend war der Weg unten lang doch nicht richtig. Ah, das wollte ich nicht. So. So. Da wir das ja nun hätten, machen wir uns aber noch mehr Glowstone-Blöcke. 45 an der Zahl. Sollte, glaube ich, reichen. Baue ich mich einfach hier jetzt mal hoch. Mit dem Knopf in meinem Inventar. Wie baue ich jetzt am besten eine Treppe? So. Offensichtlich hier. Denke ich mal, so. Dann geht's hier jetzt rüber. So, jetzt hier, 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 hier. 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 Also auf jeden Fall, die Map bisher gefällt mir 1A hier. Da. So, dann, achso, jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht sterbe, ne? Haha, ich hab das nicht vergessen, da. So, dann setzen wir mal den Knopf hier dran. Boom! Das ist nicht gut. You succeeded. Oh. What is CDF going to do to... Die Tonnenteile ist abgebrochen. Was? Ich kann hier durch? Wow, 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 wo sind wir? Map Talk, Map Design Talk, End of Map Room. Oh, das war's also schon. Personal Message from CDF Demand. And hello everyone, this is CDF Demand, the mapmaker CDF Demand, not the evil CEO CDF Demand, no. I don't share any traits in common with that of my character. Ding! Anyway, thank you so much for playing my map, I hope you've enjoyed it. It was made just for you. If you like this map and want to keep updated on my other maps that I'm producing, subscribe to my YouTube channel, which is, of course, CDF Demand. Once again, thank you. Look out for other maps in the future, such as Lift 9 and some that I haven't released yet. And then, as always, until next time, guys, CDF is out. Okay, das war jetzt ein Klopf. Gehen wir an den Klopf. Map Design Talk und... And welcome to the Design Talk, guys. So, I decided to make Breakable 2 because you guys really seem to like the idea, the concept, and the map of the first one. I wanted to stick with a fun and simple map design for the sequel that was easy to make and fun to play. One thing that I really tried to do this time was to make it harder. People in the first one found that some of the challenges were too easy and obvious, so I hope that this was a lot harder for you, especially that last one. I'm surprised you made it through. I'm hoping you did. Or else, how'd you get in this room? I wanted to challenge people to think about the puzzles more. That's what I try to do in my maps, get the player to think instead of go to A instead of B. From a design perspective, if you fly out of the map right now, you will see that very minimal redstone was used for this, and that was important to keep the development time down. And speaking of the time that it took to play this map was hopefully somewhere close to the original. I kept it the same length in terms of challenges and like the distance that you cover. So hopefully that, you know, tried to keep it at that 20 to 30 minute mark. Story-wise, I expanded on the original characters in the original situation that was set up at the end of Breakable.
And then, if you also noticed, I set up some possible situations for my future maps, such as Lift 9. So we know Hans is dead, Franz is being sent with the player to Lift 9, as said in both of the maps. So we'll just have to see how that turns out, what comes of that. I hope you learned something from this talk, and I look forward to playing the maps that you make. You can do it. Okay, das waren jetzt also die letzten Nachrichten von dem Webersteller. Es war eine normale Map wahrscheinlich. 30 Minuten hat die so jetzt so ungefähr gedauert. Und ja, ich mochte die Map. Sie ist zwar ziemlich cool. Cut. Also cut, also CUT. Ja, ist cut, aber cut. Eine Mischung aus cool und gut. Finde ich gut. Und ja, ich mochte die Map eigentlich. Vor allem diese letzte Challenge, die war wirklich cool, also muss man erstmal drauf kommen. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, das hier war Breakable 2. Wenn ihr wollt, dass ich Breakable 1 mal spiele, hier im Let's Adventure, lasst mir eine Nachricht unten. Und wenn ihr, ja, allgemein das hier weitersehen wollt, schreibt es auch unten in die Kommentare. Also allgemein könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, denn egal was ihr macht, ich werde weitermachen, wahrscheinlich. Kommt nur drauf an, welche Map ich weitermachen werde. Allerdings war es das jetzt für dieses Let's Adventure. Breakable 2 ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und ciao.